Sohle, das ist Linksjugend, oder? Linksjugend ist das, ne? So, hallo alle miteinander. Ich finde es schön, dass sich heute so viele hier zusammengefunden haben, um gegen Hass zu demonstrieren. Das ist nämlich leider nötig, denn die Welt ist im Moment von Hass und Hetze erfüllt. Menschen, die im Krieg sterben, der Rechtsruck, der immer größer wird, Parteien wie die AfD, die gegen Menschen hetzen, anstatt ihnen zu helfen, und rassistische Angriffe. Wir sind heute hier, um dagegen zu demonstrieren. Im Kindergarten, in der Schule und auch zu Hause wird uns immer gesagt, dass wir uns benehmen sollen, dass wir uns nicht gegenseitig wehtun sollen, dass wir unseren Müll aufräumen sollen, dass wir uns respektieren, miteinander reden, teilen und uns nicht gegenseitig hassen sollen. Jetzt frage ich mich, warum werden dann genau all die Dinge gemacht, von denen uns gesagt wird, dass wir sie nicht tun sollen? Wir wollen immer über alles herrschen, Menschen, Länder und die Natur ausbeuten. Stattdessen sollten wir jedem Menschen helfen, wo wir nur können. Egal ob den Schwarzen, den Weißen, den Juden, den Muslimen, den Heiden, den Männern, den Frauen, Leute mit anderer sexueller Orientierung oder Kriegsgeflüchteten. Jeder Mensch sollte helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück der anderen teilhaben, anstatt uns gegenseitig mit Hass entgegenzukommen. Dieser Hass und diese Verachtung bringen uns nicht voran, sondern nur weiter auseinander. Wir haben auf diesem Planeten genug Platz für jeden von uns. Und unsere Mutter Erde hat mehr als genug, dass wir alle von ihr leben können, wenn wir sie nicht ausbeuten würden. Wir haben hier so viel. Wir kaufen und schmeißen weg und kaufen noch mehr und schmeißen noch mehr weg. Und trotzdem gibt es so viele, die nicht bereit sind zu teilen. Obwohl wir mehr als genug haben, haben wir Angst zu teilen. Wir haben Angst, einen Teil unseres Wohlstandes gehen zu lassen. Ein obdachloses Kind sagte: Ich wünschte, ich wäre reich. Wenn ich reich wäre, dann würde ich allen anderen obdachlosen Kindern Medizin, Kleidung, Nahrung und Liebe schenken. Jetzt frage ich mich, wenn ein Kind auf der Straße, welches nichts hat, bereit ist zu teilen, warum sind wir dann, die alles haben, immer noch so gierig? Die Gier zerstört das Gute im Menschen. Wir müssen lernen, das Leben zu leben. Es könnte so schön sein, aber der Hass vergiftet unsere Seele. Damit verderben wir uns unser eigenes Leben. Wir haben neue Technologien und Fortschritte, aber innerlich haben wir uns zurückentwickelt. Wir lassen andere für uns arbeiten und andere für uns denken, weil es einfacher ist, als sich selbst mit der Welt auseinanderzusetzen. Alle laufen den Massen hinterher. Alle denken, sie wüssten alles, reden zu viel und fühlen zu wenig. Aber ich sage euch, wer der Masse hinterherläuft, braucht sich nicht wundern, wenn er nur Ärsche sieht. Die Situation auf der Welt ist, wie sie ist. Und es ist unsere Absicht, diesen Ist-Zustand aufzuzeigen. Das, was im Moment abgeht, ist mit Verhöhnung von Sprache nicht mehr zu bezeichnen. Beleidigung, Beschimpfungen, Bedrohungen und Vergewaltigungswünsche. Keiner hört einem mehr zu. Die Worte werden einem im Mund verdreht und aus dem Zusammenhang gerissen. Und wenn man nicht dieselbe Meinung aufzeigt, dann ist man gleich ein Idiot, linksextrem oder ein Lügner. Dieser Hass spiegelt sich auch auf der Straße wider. Menschen werden angegriffen. Glaubt eigentlich irgendjemand, dass das irgendetwas bringt, dieser Hass? Natürlich soll jeder seine Sorgen und Ängste äußern können, ohne gleich in die Nazi-Ecke gesteckt zu werden. Aber wer rassistische Äußerungen von sich gibt, ist verdammt nochmal ein Rassist. Nach einem Mord demonstriert seit Wochen rechtsextreme Nazis und rechte Hooligans in Chemnitz. Angefeuert von der AfD und Hand in Hand mit Pegida hat sich ein Mob gebildet, der 26 Jahre nach dem Pogrom von Rostock wieder Menschen durch die Stadt jagt. Die Bilder der aggressiven Massen, Hitlergrüße, Aussagen wie "unsere Parole heißt töten" und Journalisten, die angegriffen werden, kursieren in den Medien. Dem stellen wir uns entgegen. Die AfD nimmt für sich in Anspruch, das Volk zu repräsentieren. Das funktioniert nur so lange, erstaunlicherweise gut, bis sich der Großteil der Mehrheit laut und deutlich dagegen stellt und widerspricht. Ihr agitiert nicht in unserem Namen gegen die Demokratie, ihr hetzt nicht in unserem Namen gegen Menschen anderer Herkunft. Es macht einen großen Unterschied, wo man geboren ist. Wir haben ziemlich Glück, hier geboren zu sein. Uns fehlt es an nichts. Andere Menschen haben dieses Glück nicht. Jeder von uns
hätte auch in dem Körper eines anderen geboren werden können. Jeder von uns hätte als Opfer in einem Kriegsgebiet im Nahen Osten oder als hungerndes Kind in Somalia oder als Bettler in Indien geboren werden können. Und jeder von uns hatte an der Stelle genauso gehandelt wie die Menschen, die jetzt zu uns kommen. Sie fliehen, und zwar vor Krieg, vor Unterdrückung, vor Armut und vor Hunger. Wir sollten alle dankbar sein für das, was wir haben und nicht immer mehr und mehr fordern. 2/3 der Deutschen sehen Rechtsextreme inzwischen als ernsthafte Gefährdung der Demokratie. Tja, nur gesagt haben sie das nicht. Doch die Hoffnung stirbt nicht, denn in Chemnitz haben Zehntausende deutlich gemacht, wir sind mehr. Auch andernorts ist das Signal deutlich. Wir überlassen die Straße nicht länger den Schreihälsen. Damit dieser erfreuliche Impuls nicht verpufft, ist natürlich noch viel mehr nötig. Und zwar Solidarität mit denjenigen, gegen die sich der Hass richtet. Soziale Verunsicherung hat nämlich nichts mit unseren ausländischen Kolleginnen oder Nachbarn zu tun. Weder sind sie für den zunehmenden Leistungsdruck verantwortlich, noch stecken sie die großen Gewinne ein. Die Profiteure sind anderswo zu suchen, nämlich in den Chefetagen der großen Unternehmen und in ihren Villen an steuergünstigen Lagern. Sie bereichern sich durch unsere Arbeitskraft. Sie demontieren die sozialen Errungenschaften der Arbeiter. Die wahren Grenzen verlaufen also nicht zwischen verschiedenen Staatsangehörigkeiten, sondern zwischen Reich und Arm, kurz gesagt zwischen den Klassen. Wenn all das für Krieg ausgegebene Geld für Lösungen investiert werden würde, um Armut zu beenden, um Menschen eine lebenswürdige Perspektive zu schaffen, und wenn wir zusammen Vereinbarungen treffen würden, anstatt uns gegenseitig zu bekämpfen, dann könnte dieser Welt ein wunderbarer Ort sein. Wir müssen diejenigen stärken, die in Chemnitz und anderswo für Demokratie und Menschenrechte eintreten. Alle sind gefordert, unsere Grundrechte und Grundwerte zu verteidigen. Für Selbstjustiz, Hass und Rassismus ist kein Platz in diesem Land. Und dieses Zeichen soll heute auch von Ansbach ausgehen. Dinge, die wir unseren Kindern auf den Weg geben sollten, sind andere und Andersdenkende zu respektieren, Menschen in Not, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion, zu helfen. Demut, Anstand, Menschlichkeit, Dankbarkeit und Respekt. Wir sind alle hier als Parteien, Organisationen, Politiker, als Schüler, als Arbeiter, Geschäftsleute. Aber in Wirklichkeit sind wir alle Brüder und Schwestern, Mütter und Väter, Cousinen und Onkel. Wir sind alle Teil einer großen Familie und irgendwelche Grenzen und Regierungen werden das nicht ändern. Wir sitzen alle im selben Boot und sollten zusammen als Einheit an einem einzigen Ziel festhalten. Was an allererster Stelle kommen sollte, ist die Menschlichkeit. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Wir brauchen eine allumfassende Schwesterlich- und Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Ich bin, weil wir sind. Unsere Welt besteht aus Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems und Opfer von Leuten, die sich diesem System hingeben und andere diskriminieren, die es sich zur Aufgabe machen, Unschuldige zu quälen. Aber ich sage euch, wir geben nicht auf. Wir werden weiterkämpfen, denn nach jeder Schattenzeit kommt die Sonne wieder raus. Die Leute, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht gewinnen. Ihre Grausamkeit und ihr Hass wird mit ihnen verlieren. Auch wenn es Arbeit und Tränen kostet. Für die Freiheit aller ist kein Opfer zu groß. An alle Menschen, die der AfD hinterherlaufen, an alle, die sich dem Nazi-Block anschließen, an alle Soldaten, die blind ihre Befehle befolgen, vertraut nicht diesen Unmenschen, die euch verachten und denen ihr nichts wert seid. Für sie seid ihr nur Sklaven. Wir alle haben das zu tun, das zu glauben und das zu fühlen, was uns vorgegeben wird. Aber wir können so viel mehr. Wir sind keine Roboter. Wir haben keine Maschinen als Herzen. Wir sind Menschen. Also bewahrt euch die Menschlichkeit in eurem Herzen und hasst nicht. Kämpft nicht für Hass und Spaltung. Kämpft für die Freiheit. Wir alle haben die Macht. Wir haben die Macht, mit Waffen zu schießen. Wir haben aber auch die Macht, Glück, Freude und Liebe zu spenden. Wir dürfen uns nicht gegeneinander aufhetzen und ausspielen lassen. Im Gegenteil, wir müssen uns zusammenschließen und unseren Widerstand gegen die rechte Hetze, gegen Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, jeglichen anderen Feindlichkeiten, die Angriffe auf unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen
und gegen die zunehmende Kontrolle des öffentlichen Raums durch Staat und Polizei und natürlich gegen den Kapitalismus als Ganzes weiterführen. Wir überlassen die Straße nicht den Rechten. Die Straße gehört uns und das lassen wir sie wissen, laut und bunt. Darum lassen wir uns nicht spalten. Kämpfen wir gemeinsam für eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Wir haben es in der Hand, dieses Leben wertvoll zu machen und es mit unserem Freiheitsgeist zu durchdringen. Also lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue und bessere Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die den Jungen eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Weg mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Herz statt Hetze. Unseren Hass bekommt ihr nicht. Vielen Dank. Jo, ich würde mal sagen, wir hören jetzt dann noch ein paar Lieder von unserer Band und danach geht's los mit dem Marsch.